Heute möchte ich euch zeigen, wie wir einfache Blankolochkarten so verändern, dass wir ein neues Muster auf der Strickmaschine entwerfen können. Es gibt zahlreiche Musterbücher. Ich habe hier das Punch Card Pattern Volume 5. Daraus habe ich mir jetzt dieses Muster ausgesucht. Dieses Muster und möchte daraus gerne einen Lace-Schal mit einer feinen Lace-Wolle erstellen. Unsere Strickmaschine hat ja schon einige Lochkarten, die im Lieferumfang dabei sind. Das ist jetzt, wie gesagt, ein neues Muster. Dafür brauchen wir die sogenannten Blanko-Lochkarten. Die Blanko-Lochkarten sind genauso wie die anderen aufgebaut von Reihe 56 bis Reihe 55 und 20 Kästchen breit. Jetzt hat dieses Lochmusterbuch verschiedene Muster. Und hier ist immer die Karte abgebildet, wie weit ihr sie braucht. Also ihr könnt auch bei kleineren Karten die Karte einfach durchschneiden. Lange Muster sind auf der langen Karte. Und jedes Mal ist alles beschrieben, wann ihr Farbe wechseln müsst, wann ihr Strickschlitten wechseln müsst und so weiter und so fort. Ich übertrage jetzt dieses Muster. Das hier ist das hier. Einfach Kästchen für Kästchen auf die Blankokarte. Das heißt, ich gucke hier Reihe 56. Das erste Kästchen wird gelocht. Also gehe ich hier in Reihe 56 und mache mir beim ersten Kästchen ein X. Das heißt, dass ich das mit der Lochzange dann rauslochen werde. So erstelle ich jetzt das Muster. Und später zeige ich euch dann, wie wir ein Lochmuster auf der Strickmaschine stricken. Ich zeige euch jetzt einen Lochmusterschal mit Hilfe einer Lochmusterkarte vom Strickschlitten. Diese Karte sieht so aus, wie unsere selbstgelochte auch. Dabei ist zu beachten, dass hier auf der Seite Pfeile abgebildet sind. Dieses Zeichen, der schwarze Pfeil mit dem roten Pfeil, bedeutet zwei Reihen mit dem Strickschlitten. Und einmal nach rechts mit dem Lochmuster-Strickschlitten. Rote Pfeile heißen immer Lochmuster und schwarz-rot immer Strickschlitten, zwei Reihen und eine Reihe Lochmuster. Diese Karte werden wir jetzt ganz normal einsetzen in die Strickmaschine und dann geht's los mit dem Stricken. Ganz einfach an mit 20 Maschen rechts und 20 Maschen links drehen. Und wir benutzen den Wickelanschlag. Also, wie ihr euch noch erinnert, gegen den Uhrzeigersinn um die einzelnen Nadeln wickeln. Wie gesagt, das ist ein Garn, 100 Gramm laufen 600 Meter. Ich verwende hierfür Maschenweite 4. So, dann den Faden in den Strickschlitten einfädeln, Maschenweite 4 einstellen. Den Anfangsfaden beschwere ich mit einer Wäscheklammer. Hänge jetzt den Anschlagskamm ein. So. Hänge zwei Gewichte ein. Eins nach rechts, eins nach Bogen.
So, achte darauf, dass nirgendwo die Masche abhaut. Ich stricke jetzt erstmal mit dem Strickschlitten. Wir stricken 10 Reihen glatt rechts mit dem Strickschlitten. Der Strickschlitten bleibt rechts stehen. Den Lochmusterstrickschlitten setzen wir links ein, setzen ihn auf N für normales Lochmuster. Die Lochkarte steht auf Kreis, das heißt Stopp. Jetzt ziehen wir den Lochmusterstrickschlitten einmal nach rechts. So, nun sind die Lochmusterkarten nach dem vorgewählt. Ich stelle den Strickschlitten auf Transport, also auf das kleine V, auf das Dreieck. Jetzt zeigt mir der rote Pfeil einmal nach links stricken. Löcher sind vorgelegt. Jetzt zeigt der Strickschlitten mir an, das Lochmusterkarten nach einem roten Pfeil nach rechts. Jetzt links. Gewichte rausgefallen. Und nochmal nach links. Jetzt habe ich den schwarzen Pfeil. Das heißt, jetzt nehme ich den Lochmusterschlitten, setze ihn außer Betrieb, das heißt, ich schiebe ihn auf die Metallstange, nehme den Strickschlitten, stricke einmal nach rechts, einmal nach links. So, setze ihn außer Betrieb. Und folge jetzt wieder den Pfeilen, das heißt, rote Pfeile Lochmuster. Außer Betrieb. So, und immer wenn der schwarze Pfeil mit dem roten Pfeil kommt, könnt ihr noch 2 Reihen glatt rechts stricken, setzt dann die Lochkarte auf Stopp und strickt einfach glatt rechts weiter, Kette glatt. Fertig ist das Lochmuster. Ich zeige es euch jetzt mal. So sieht dann das Lochmuster aus, das soll jetzt einen Schal geben. Viel Spaß beim Nacharbeiten.